Hallo zusammen, seid mir gegrüßt. Wir machen jetzt ein kleines Video und ich sage euch mal, wo wir sind. Wir sind in Bornheim im Kreis Siegburg und hinter mir seht ihr die Polizeiwache von Hengersch. Hengersch ist der Ort, der in der Serie Mord mit Aussicht spielt. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt. Die Sendung gibt es bei Amazon Prime und wir sind Fans von dieser Sendung und finden die halt wirklich sehr gut und dachten uns, wir schauen uns mal die Örtlichkeiten an, wo das Ganze abgedreht wurde. Ja, und ich stehe jetzt vor der Polizeiwache, wo Sophie Haas als Kommissarin gearbeitet hat. Hinter mir ist die Polizeiwache, wo Sophie Haas, Dietmar Schäfer und Bärbel Schmid halt gearbeitet haben und wo halt viele Sachen auch gedreht worden sind. Jetzt habt ihr das Gebäude nochmal von der Seitenansicht. Hier auf diese Stelle ist Frau Haas immer mit ihrem Auto drauf gefahren, um dann direkt vor dem Gebäude zu parken. Wenn man jetzt ein bisschen weiter rechts schaut, dann kann man auch hinten das Gitter sehen, wo Muschi, die Frau von Dietmar Schäfer, immer mit ihrem Fahrrad durchgekommen ist, um ihm mittags Essen zu bringen. Also es ist wirklich so wie im Film. Richtig gut. So, jetzt kann man das Gebäude noch mal richtig gut sehen. Einmal den Eingang und die beiden Fenster. Am mittleren Fenster hat die Kommissarin Frau Haas geraucht, damit sie im Büro nicht raucht. Von rechts kam immer die Heike, die Frau vom Dietmar Schäfer, auch Muschi genannt, und hat ihm immer das Essen gebracht. Es gibt immer warmes Mittagessen für Dietmar, der wird rundum versorgt von seiner Frau. So, hier einmal die Perspektive von Heike Schäfer, wenn sie dann zur Polizei fährt, also quasi ihren Mann das Mittagessen bringt. Ja, wir wollten uns das Ganze mal anschauen, weil es ist ja nicht weit weg von uns und wir werden auch gleich nochmal zu dem Haus fahren, in dem Sophie halt gewohnt hat, zusammen erst mit ihrem Vater und dann später halt alleine. Wir sind jetzt an unserer zweiten Station angekommen. Im Hintergrund könnt ihr das Haus sehen, in dem die Kommissarin Sophie Haas zuerst mit ihrem Vater gewohnt hat, danach mit Dr. Kaut und jetzt zum Schluss mit dem Bürgermeister Jan Schulte. Aber man sieht ganz deutlich, dass es auf jeden Fall die Kulisse aus der Sendung ist. Leider ist die Reise an diesem Punkt auch zu Ende, denn die anderen Drehorte sind teilweise auch in der Eifel, was jetzt viel zu weit weg ist, um da mal eben hinzufahren. Also ein Tagesausflug ist da nicht machbar. Sollten wir es schaffen, werden wir euch natürlich, wenn wir einmal da sind, die Drehorte auch zeigen und damit ihr das einmal live sehen könnt.